Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa. Wir sind hier komplett, keine Ahnung, wo wir sind. Have everything I couldn't have. Clean water, fresh air, wide open skies. Everything a child deserves. That's what I want for you. The greatest pleasure in my life is watching you watch the world. There's so much I want to tell you, so much to teach. Ja, irgendwie wird das Spiel immer mysteriöser. Ich verstehe gerade so gar nicht, wo wir jetzt sind. Aber wir sind in Kapitel 4, Bernsteinhorizont. Ich bin ja ein kleiner Junge, ich muss immer alles kaputt machen, ne? Oh, was seid ihr denn? Haben die einen Schwanz vorn oder was? Kann man eigentlich mit denen irgendwas machen? Okay, man kann hochklettern, aber sonst glaube ich nichts. Ja, ist ja gut, ihr braucht keine Angst vor mir zu haben. Ich habe auch keine Angst vor euch, denke ich. Also aktuell zumindest noch nicht. So, warte mal. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo was finden. Aber es sieht mir nicht danach aus, ne? Ich schätze, ich hätte doch rüberspringen sollen, damit ich hier schneller durchkomme. Es ist ja sehr oft so, dass dann am Anfang nicht wirklich was ist und dass man dann eigentlich, ja, rüberfliegen kann. Und entsprechend das Ganze ein bisschen schneller geht. Okay. Die habe ich zwar nicht gesehen, aber okay. Ja, keine Ahnung, wo der die jetzt gesehen hat. Ach, da. Hallöchen, meine kleinen Freunde. Na? Schaden an Huschen seppen sie vom Himmel herunter. Also Huschen oder Huschern, das sind wahrscheinlich die Lilanen, nehme ich mal an. Hat echt nicht lange gehalten, aber ist auch nicht schlimm, weil da haben wir das. I have made it my task to catalog as many gardener species as I can. There are bipedal gardener bugs, small enough even you can grab them with those tiny hands. Quite a contrast with their wind-breathing cousins, some of which are as big as buildings. At night, I can hear them lowing overhead. To think all this variety evolved from a single generation of Terraformer AI. Oha, das wird das nächste werden, na gut. Also, da hinten ist was Blaues. Ja, fliegt weiter, fliegt weiter. Kann ich wenigstens hier rüberspringen. So. Oh, da hinten sind auch wieder so welche. Da vorne ist das Ding. Lauf. Ich hatte eigentlich gehofft, dass diese Drecksdinger nicht mehr hier drin sind. Oh. Na gut. Also gut nicht, aber okay. So, hier müssen wir aber sonst nichts mehr machen, oder? Hui. Kommen wir auf jeden Fall weiter bis nach hier. Da müssen wir vermutlich hoch. Hey, muss ich damit nicht springen? Oh, hi. Muss ich denn hin? Ach, da.
Weiter geht's. Okay, Moment. Drücke X zum Interagieren, zum Rotieren von violetten Würfeln. Hä? Ah! Okay. Das ist ja cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, von der Optik her finde ich es unheimlich schön. Unheimlich schön gezeichnet. Alter, ich hasse diese Dinger. Wo ist das Ding denn? Ich sehe das doch nicht von hier aus. Moment, da ist was Weißes. Das geht da runter. Ach, da unten. Okay. Puh. So, gibt es eigentlich eine Errungenschaft, wenn man die alle nicht kaputt gemacht hat oder so? Aber ich glaube, es gibt generell keine Errungenschaften, oder? Ich habe da jetzt gar nicht so drauf geachtet. Hier, das war das Ding zum Ausstellen. Da hinten war jetzt aber nichts. Yesterday, there was a near miss. One of the Leviathans nearly collided with a ship. We have to be careful how we behave with the Gardeners. They have been here far longer than we have and are more in tune with the planet's rhythms. If we don't learn from them, I fear we will be in for a struggle. Okay, das sieht nicht gut aus, das nächste Bild. Es sind halt Menschen, ne? Menschen lernen nie bis selten. Leider. Okay, da oben ist auf jeden Fall was Blaues. Wie kommen wir denn da hin? Da können wir nicht hoch. Nein! Jetzt muss ich das abbrechen, weil ich das zeichnen muss. Das ist doch eine Sauerei. Hä? Jetzt aber. Also mit einem Pfeil darf ich nicht nach rechts gehen, weil sonst geht er zurück. Aber mit dem Stick muss ich nach rechts drücken. Weil nur dann, das ist auch sehr logisch, diese Kameraperspektive. Ich will jetzt was sehen. Ich will jetzt nicht in die Richtung gucken. Da ist aber anscheinend nichts. Na gut, okay. Frage ist nur... Ja, okay, das schaffen wir. Okay. Einmal die Sprungtaste. Verstehe. Okay. Frage ist nur, wo müssen wir hin? Moment, erstmal, da müssen wir darüber oder müssen wir noch woanders hin? Hm, sieht mir so aus, als ob wir nur darüber müssen, oder? Juhu! Ach, es geht, glaube ich, um den grünen. Oh oh. Oh, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Ist hier denn noch irgendwas drin, dass wir da hoch können? Nee, ne? Hm, ist das doof. Da hinten ist was Blaues. Da ist noch was. Ja. Was soll ich sagen? Wir haben das schon mit voller Power da oben gemacht, aber vorher ist uns dann die Power ausgegangen. Obwohl, können wir da vielleicht hoch? Das müssten wir mal ausprobieren. Aber hier unten war doch noch was. Alter, wieso springt der auf einmal? Okay. There's been more. Entschuldigung. Nein.
There's been more trouble from the incident yesterday. The captain of the ship is furious, though from what I saw, the accident was his fault. He said the creature ought to be dismantled for our safety. There were arguments for a while, but in the end, the captain's side won out. The Leviathan has been caught and taken apart. Ja, und mal wieder wird die Welt zugrunde gehen, weil einige wenige zu dumm sind, auf die Mehrheit zu hören. Oder auf die Vernunft zu hören. Wie auch immer. Das Ding ist da oben, ne? Ach, komm. So. Das ist da hinten. Die Frage ist nur, holen uns die Viecher vorher ein? Das ist jetzt noch das große Problem, glaube ich. Ja, weiter, 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 weiter! Ich komme da nicht hoch, oder? Komme ich da hoch? Kannst du da nicht hochklettern? Doch. Oh Gott. Okay, dann haben wir den schon mal. Da unten ist noch irgendwas, was leuchtet, oder? Oder ist das so ein Ding, was schießt? Nee, da geht aber kein Kabel von weg. Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Da sehe ich nichts. Da ist auch wieder so eine Kugel. Musste ich mit den Kugeln irgendwas machen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Lass mich bloß in Frieden. Na, ja. Waren das die Dinger, die aufgingen? Ah, ja, das waren die Dinger, die aufgingen. Ich kann da zwar in dem Sinne nichts mitmachen, aber ich hoffe mal, dass das trotzdem irgendwie einen positiven Effekt hat. Jetzt weiß ich aber nicht, wo jetzt das andere war. Das habe ich jetzt nur von oben gesehen. Mist. Irgendwo in der Richtung. Das war nicht da, sondern ich glaube eins weiter nach links. Was war denn jetzt hier gerade? Ich höre hier doch irgendwas. Ach so, über mir. Hm. Okay. Damit kann ich natürlich gerade nicht viel anfangen. Da hinten war das, genau. Okay. Nehmen wir den auch mit. So. Ja, aber ein bisschen komme ich ja weiter. Oh, was ist das? Hallöchen. Uhuhu. Viel hat es nicht gebracht, aber ich bin ein bisschen schneller weitergekommen. Okay, muss ich hier hoch? Ich bin mir nicht sicher. Da unten... Der Eingang jetzt bei diesen Wächtern oder muss ich da... Ich muss da hochschweben, glaube ich. Ja, da hochspringen. Moment, oder ist das das, wo wir hergekommen sind? Nee, wir sind doch aus der Richtung gekommen, ne? Weil das jetzt das gleiche System ist. Da hinten ist aber, glaube ich, so nichts mehr, wenn ich das richtig sehe. Oh, ich hätte mal vorher gießen sollen. Gut, die Frage ist jetzt, wo kann ich jetzt von hier unten hochspringen? Alter, was war denn das gerade? Und ich höre hier irgendwelche Geräusche. Ah, das ist nicht gut. Komme ich da so nicht hoch? Doch, hier. Aber ich höre hier irgendwas. Das hört sich nicht gut an. Nee, das sind nur diese Wirbel, oder? Na, ich glaube, das sind die Wirbel, die ich höre.
Okay. Die machen mich langsamer, kann das sein? Und nun? I tried my best, but they wouldn't listen. This is supposedly the safe thing to do. What's the harm of turning off faulty machinery? The sound it made as they pulled it to the ground, it did not sound very machine-like to me. Hm. Ai, ai, ai. Oh, oh, komm mal da hoch. Müssen wir nur rüber, oder? Hoffe ich mal. Ah ja. Und jetzt? Jetzt ist die Frage, soll ich hier noch irgendwas machen oder warum leuchtet das? Wenn ich weggehe, leuchtet es nicht mehr. Und über mir ist nichts, wenn ich das richtig sehe. Gehen wir mal hier rum. Boah, schieb die Dinger nochmal zur Seite hier. Es ist ja schlimm. Ich habe immer gleichzeitig das Gefühl, dass wir dem Ganzen, also dem Ziel näher kommen, aber irgendwie auch nicht näher kommen. Die detoniert, oder? Ach du Scheiße. Ist das euer Ernst hier? Alter! Ich hasse sowas mit Ausweichen. Sehe nichts. Mach doch mal die Kameraperspektive anders. Ich sehe doch nicht, wo ich hin muss. Ah, mein Gott. Die haben wir aber noch nicht, ne? Genau. So. Die kann man aber... Wie war das jetzt? Die kann man verschieben, oder wie war das? Hm, dein Ernst jetzt? Wieso kommt der nicht da hinten hin? Ups! Hoppala! Das war jetzt so nicht geplant, aber gut. Das war jetzt so auch nicht geplant, hä? Muss ich erstmal zur Mitte vielleicht? Nee, von da aus kann ich das gar nicht mehr machen. So, ich muss da selber gar nicht hingehen. Ich dachte, ich muss da selber auch hingehen. Ja, dann ist das ja einfach.
Ja, wenn man nicht kaputt gehen würde, heißt das. Muss ich das nochmal machen? Nein, ne? Nee, muss ich nicht nochmal machen. Okay, ich dachte gerade schon. Ja, ich habe wieder zu viel gewollt. Ich gebe es ja zu. So. Und wir sind auf der verlorenen Insel, wo wir aufpassen müssen, weil sonst die Dinger hier alle explodieren, so wie es aussieht. Wobei die mir vermutlich lieber sind als diese ekligen Schießviecher da hinten. Oh, jetzt haben wir hier noch alles zusammen, oder was? Nein. Das ist auf der anderen Seite. Wollt ihr mich veräppeln, oder was? Ja, nimm es bloß nicht an, kein Thema. Oh mein Gott. Die große Frage wäre jetzt, warum? Warum macht sich jemand die Mühe, irgendetwas so fernzuhalten? Ist hier nichts? Hier ist nichts, womit ich... Oh, ist das nicht ein bisschen zu weit hier? Nein, ich weiß, das darf ich wieder nicht so. Oh nee, es geht noch, okay. Ehrlich gesagt dachte ich, dass das nicht so lange hält. Okay. Warum ist der so hoch? Ah, gut. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, ist nicht schlimm. Eichhörnchen. Wo sind denn hier Eichhörnchen? Ach, ihr seid die Eichhörnchen. Hallo. Hallöchen. Oh mein Gott, die Dinger bewegen sich auch noch. Oh, der zweite ist da. Nein! Och, natürlich geht er genau in dem Moment, wo ich darüber springen will. Also es hat nichts damit zu tun, ob ich springe oder nicht. Die bleiben aber, wenn ich das richtig sehe. Sondern es hat nur damit zu tun, dass die Zeit vergeht, glaube ich. So, komm, wir warten jetzt noch mal kurz ab. So, äfft euch doch, äfft euch doch. Ach, ja, bleibt bloß nicht einfach mal an der Wand stehen. Okay. Kann man die von beiden Seiten ausschalten? Nee, anscheinend nicht. Okay. War nur ein Versuch wert. Das da hinten, okay. Ja, genau. Ich werde natürlich noch getroffen, obwohl der schon ausgeschaltet ist. Oh. Ich sage ja, diese Dinger sind so nervig. So, hier haben wir jetzt noch was.
There's been another incident. A serious one this time, down at the mines. A herd of gardeners charged through the valley just as the day's shift was ending, and they collided with the crowd. We did what we could, but some people didn't make it. Jo, soll ich sagen, hat ja super geklappt dafür, alles auseinanderzunehmen, ne? Hinten haben wir, glaube ich, nichts mehr. Oh, okay, wie soll ich denn da hochkommen? Da hinten ist auch nochmal grün. Oh Gott, das schaffe ich niemals. Viel zu weit weg. Ja. Alter. Ja, lass mich bloß nicht bewegen. Kein Thema. Was sind das jetzt hier für komische Viecher? Fliegende, Dings hier? Fliegende Fische oder was? Das ist da hinten. So, geh du mir mal nicht auf die Nerven. Boah, das ist laut hier. Also, wir haben da hinten was gesehen. Da, genau. Da müssen wir uns nochmal was auch immer rausholen. Weil, wie gesagt, ich habe bis heute nicht verstanden, was ich da jetzt eigentlich raushole. Ob das jetzt irgendwie verstärkend wirken soll, ich glaube es ja eher nicht. Ach! Oh! Ach du! Ich verstehe. Nein, du sollst nicht da hochklettern. Okay, der geht von selber weg, ja? Sehe ich das richtig? Ja, ja. Wir müssen dahin. Okay, das haben wir schon mal überstanden. Dann hoffe ich mal, dass hier nicht wieder so ein ekliges Ding ist, was mich abschießen will. Wo muss ich denn hier anfangen? Achso. Ja, das sieht man nicht wegen der Kameraperspektive. Die ist nicht immer so dolle eingestellt. So. Kommen, dann muss ich wahrscheinlich nach links gleich, nehme ich mal an. Gut. Das ist nicht so gut. Ich glaube, die holen mich auch runter, oder wie war das? Okay, die holen mich anscheinend nicht runter. Ich hoffe, ich habe jetzt da hinten nichts liegen gelassen, aber sieht nicht so aus. Nee. Oh Gott, nicht schon wieder. Abgesehen davon, dass ich direkt runterfalle. Ich sehe aber sonst hier nichts mehr zum Einsammeln. Ne? Ich muss dann aber von der einen zur anderen Seite rüberkommen. Ach du Schande. Oh, das wird chaotisch werden. Das wird richtig chaotisch werden. Alter.
Gut, habe ich mich für die richtige Seite entschieden. Weil das habe ich mir schon gedacht, dass die Seite wahrscheinlich besser ist hier. Wenn wir erst die rechte Seite machen. Oh, hier ist noch was. The most distressing thing is we can't identify what caused the stampede. It came at the worst possible moment, almost like an attack. Could the gardeners be turning hostile? I pray it's not so. Tja. Also da oben ist irgendein Würfel. Kann ich mit dir irgendwas machen? Scheinbar nicht. Boah. Ich finde das blöd, dass man nicht einfach mal die Kamera ein bisschen drehen kann. Also ein bisschen kann man die drehen, aber nicht in die Richtung, oder besser gesagt nicht immer in die Richtung, wo man es gerne hätte. Okay, das scheint auf Zeit zu laufen. Ah, dann geht der Würfel an, verstehe. Da ist ein neuer Würfel. Frage ist, macht er die beide an? Ja, du sollst dich da festhalten. Was hat der denn jetzt gemacht? Du sollst da drauf gehen. Der macht aber nur... Ach, da hinten ist noch einer. Okay, sehr schön. Sarah, ich habe irgendwie das Gefühl, wir kommen unserem Ziel näher und irgendwie gleichzeitig auch nicht näher. Das ist immer so ein, ja. Es passiert immer irgendwas, aber dann ist doch wieder irgendwas so. Da unten, den müssen wir machen, aber gleichzeitig müssen wir nach oben. Wie soll ich denn nach oben spielen? Achso, von da aus. Stehe. Ich hoffe inständig, dass hier nichts ist, was schießt, weil das wäre jetzt mehr als fies. Aber das erste Mal war ja auch schon fies, als die auf einmal anfingen, hier auf mich zu schießen. Deswegen, ja. So, die gehen aber nicht weg, ne, wenn ich das richtig sehe. Die drehen sich nur. Na komm. Da muss ich in die Mitte und von der Mitte aus dann auf den drauf und von denen aus dann wahrscheinlich nach da oben. Okay. Ich finde es übrigens sehr, sehr gut, dass das Ganze nicht auf Zeit ist, weil sonst würde ich hier wahrscheinlich die Krise kriegen. Jetzt nicht da runter, oder? Ich will aber da oben hin. Muss ich da echt runter? Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!